Aria. Das Ensemble des Balletts der Deutschen Oper am Rhein tanzt Heinz Spörlis Choreografie der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Das Leben, wie es vorbeifließt. Abschiede, Tanzwege. Tanzwege. Das Ballett Schwanensee von Pjotr Iljitsch Tschaikowski entsteht. Im Kopf des Choreografen, lange bevor es Körper und Emotion wird. Die Geschichte vom bösen Zauberer Rotbart, das verwunschene Doppelspiel um Odette, den Weißen, Odile, den schwarzen Schwan und den unglücklich liebenden Prinzen Siegfried. Aus den Tiefen des Rheins scheint er aufzutauchen. Heinz Spörli, Choreografengold in den Taschen. Gleichermaßen erfolgreich in Basel am Rhein wie an der Rheinoper in Düsseldorf. Fast alles, was er berührt, wird wieder zu Gold, nämlich zu Publikumserfolgen. Und das ist das Überraschende. Heinz Spörli, der das Handwerk des Tanzens wie kein Zweiter versteht, er scheint wirklich alles zu können. Undine und Nussknacker, Falstaff und Don Quixote, Die Nacht aus Blei, La Fille Malgardée, König David, La Belle Vie. Ich höre die Musik anders, als wenn das in der Stadt ist oder im Verkehr, sondern in der Höhe hört man die Musik reiner, klarer. Man ist eigentlich nur mit der Musik zusammen und das ist das Schöne daran. Es gibt einem andere Impulse. Man geht immer einen Schritt weiter. Man wird immer größer und mutiger eigentlich. Am Anfang sind es die kleinen Werke und am Schluss sind das doch die größeren Werke, wo man rangehen kann. Denn mich interessiert immer das Nächste, das Neue. Die Zukunft, wie es weitergeht. Und das ist das Spannende in dem Beruf. Darum auch dieser Wechsel von Komponisten. Ich brauche immer
andere Ebenen, andere Impulse. Arbeit an den Goldberg-Variationen. Spörlis reichstem Konzertantenballett. Reich an Empfindung, reich an Beobachtung, am menschensüchtigen und menschenscheuen Wesen Mensch. Variationen der Geschlechter, der Vielen und der Einzelnen. Stop. This, yes, this is very important. This. Yeah. Go on and pa-da-da-da-dam. Pa-da, that's nice. That's good, yeah. Yeah. Pa-da-ba-da-ba-dam-bam. Bam, right. Good. Stefan Dall und Olivier Lucia tanzen das 12. der 30 Schlafmittel. Der Auftraggeber, Reichsgraf Hermann Karl von Kaiserling, konnte nicht schlafen. So schrieb ihm Bach 30 Variationen über eine Aria, wie das Kind Johann Gottlieb Goldberg um 1742 zum ersten Mal spielte, vermutlich nachts. 4, 5, back, and pirouette. But then would pirouette, down, stay. Down, stay. Voilà. La même chose. Spörlis Goldberg-Variationen sind Handwerk mit doppeltem goldenen Boden. Ready? Und es sind wahre Mittel gegen den Schlaf. Stay. 3, 1, 2, 3, 4. Rond de champ. Back. Pirouette. Finish. Change. Yeah. It's good. Spörli, in den Spuren Balanchins wandernd und den wirklichen Spörli findend. Der versteckt sich gern. Seine Sensibilität, seine Vorsicht, sein Misstrauen in einer beweglichen Sachlichkeit. Yeah. You know, the first is when alle second got him. Now stay straight. Here. Wunderschön. Yeah. 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 And fourth, fini. Yes, that would be nice. Wahre, selten zu sehende Stellproben beim Ballett, das eben erfunden wird. Okay. Chris Jensen assistiert. Und. Was mich interessiert, sind die Menschen. Ich erzähle gerne eine menschliche Geschichte. Ich habe immer gern Beziehungen zwischen zwei Personen. Ich glaube, dass man das auch im klassischen Ballett sehr gut erzählen kann. Mich aber interessieren eigentlich, wenn man ohne Sprache eine Emotion ausdrucken kann. Und das ist das Wichtige, was ich im Tanz sehe heute. Stay in the second and then just turn around. Just come maybe back. Stay in the second. You're like this, I think, like this. Huh? Now just tendu le champ. Tendu le champ and then go up on it. Yes, I think that would be the best. Yeah. I mean, when you can. play me from where we are to the end, where we stopped. The pirouette there. And. Mm-hmm.
Auf dem Weg zwischen Basel und Düsseldorf bietet sich Baden-Baden unweit des Rheins als Inspirationsquelle an. Da man sagt, Spörli habe Glück im Tanz wie im Spiel und uns darüber hinaus nicht verrät, was er gewonnen hat, so denken wir, es sind Bachs Goldberg-Variationen. Eine Art, aus wenig Tönen Kapital für die Musik und für den Tanz zu schlagen. Es ist immer ein Dialogspartner, wenn ich mit einem Tänzer eine Beziehung aufbauen kann, wie im Film ein Regisseur mit einem Filmstar macht, muss man mit einem Tänzer eine Beziehung aufbauen, die im Ballettsaal ein Dialog stattfindet. Das ist das eigentlich das Tollste. Und das ist mir der liebste Tänzer dann. Weil es ja immer ein Dialog ist zwischen dem Geben und dem Nehmen. Also am Schluss kann man dann nicht mehr sagen, ich habe jeden Schritt erfunden, sondern man hat zusammen ein Ballett gemacht. Und das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Das ist die Kreation. Stéphane Dall und Olivier Lucea. Nach der These konzertantes Ballett im Konzertsaal, die Antithese romantisches Ballett in der Natur auf dem Theater. Giselle in Düsseldorf mit Inna Dorofeeva und Vadim Pisarev. Fifth. Hold it. Giselle, das ich traditionell gemacht habe, aber mit einem Spörli-Schritt da drin. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Klassiker mitnimmt in die heutige Zeit hinein, ohne dass man die Tradition verliert, aber die Zeit, den Zeitgeist hineinnimmt. Das ist sehr wichtig. Head. Stop. Ina, you have to travel more. Go backwards a bit more. So you come to the center. So you have the same way to go there, then you have to go there. Now, what afterwards when you go back, don't fall back and then do the bonus on the go.
bam, bim, bam. It's not nice, but you're falling back there because it puts the whole weight back. And you do the arms when you do the balance, you do the arms. Don't forget you stand a very strange diagonal. So when you stand a diagonal, it nearly looks like this. So you have to, bam, bam, you have to be very careful. Mit Giselle war Spörli schon in Basel erfolgreich. Basel, das ihm nach 18 Ballettdirektorenjahren beengend schien. Hier hat er ein Handwerk erlernt und die Liebe zum Ballett erfahren. Zum großen Morgenstreich der Basler Fasnet muss man ihn dennoch überreden. Basel ist seine Heimat und auch wieder nicht. Ich habe aber gemerkt, dass ich eigentlich ein anderes Umfeld brauche. Ich brauche neue Leute um mich, ich brauche einen größeren Rahmen. Und habe dann plötzlich gedacht, ich muss raus, ich muss in die Welt, ich muss weitergehen. Ich muss, sonst werde ich in Basel ich zum Stadtpersönlichkeit geworden. Das wollte ich nicht. Ballett ist eine Gattung, die ohne Sprache lebt. Und das kann man in der ganzen Welt zeigen. Und dadurch muss man das auch international sehen. Giselle mit Olga Suvorova und Laurentin Guinea in der Deutschen Oper am Rhein. Schönes Bad. Es gibt ein Nest voll. Als Kind habe ich schon mit dem Vater viel im Theater Vorstellungen gesehen. Mein Vater war Bühnenmeister in einem Varieté in Basel und habe mich immer mitgeschleppt. Und ich habe hinter die Bühne gesehen, vor die Bühne. Ich habe Blumen gebracht den Künstlern und es war eine tolle Zeit. Und dann habe ich die Stanz bekommen dazu und später bin ich dann Statist gewesen im Theater in Basel und habe dort Ballett gesehen und habe gesagt, das ist was für mich. Und habe dann Ballettstunden genommen, Privatstunden bei Walter Kleiber. Das war ein großer Tänzer, ein Schweizer Tänzer von damals. Und ich habe dann eine Ausbildung bekommen, war dann sofort engagiert nach 3 Jahren beim Olekowski in Basel und bin so dann weitergegangen in die Welt hinaus. Aber er braucht seinen sicheren Hort am Rhein, sein Ensemble, das mit ihm wächst. Seinen Ballettmeister Peter Appel. Und so münzt er Musik um in tänzerische Perfektion. Auch in China, Helsinki und Milano, in Wien, in New York. Thank you.
kann eine, es kommt darauf an, wo die Inspiration herkommt. Es kann zum Beispiel herkommen, dass es kommt, dass mich ein Tänzer interessiert und dann suche ich eine Musik, wo ich was machen kann mit dem Tänzer. Oder es interessiert mich eine Geschichte und da finde ich ein Ballett dazu und suche mir die Leute aus dazu. Oder ich bekomme einen Bühnenbildner oder eine Musik von einem Komponisten, eine Story geliefert, wo sagt, mach doch ein Ballett daraus und dann ist es ein anderer Aspekt, wo ich da aussuche. Also ich gehe immer andere Wege auf das Ballett zu. Hinaus in die weite Welt, hinein in den Ballettsaal. Das Chor der Deutschen Oper am Rhein. Goldberg-Variation Nummer 16 bei der Probe. Jetzt und los. Down and up and go and down and go and up to and sit up and change and down and to. Okay, right, yeah. Once more, huh? And Melissa, you should watch the other one, you're a little bit off tempo there, huh? And George, you know, she falls always up there. You should hold her. Können wir nochmal haben? Ja. Yeah. Wie viel nimmst du, wenn du reinkommst? Du machst ein bisschen zu viel. Ich will die größere Schritte machen. Also eins, zwei, mach drei, dass der vierte runtergeht. Hä? Also es war sehr schwierig. Das Stück habe ich sehr lange mit mir herumgetragen, bevor ich das gemacht habe und bevor ich auch fähig war, das zu machen. Und das Spannende daran war, dass ich eigentlich da durch die Moll-Variation da hineingestiegen bin. Ich habe zuerst drei Pas de Deux gestellt, und zwar mit drei verschiedenen Personen, Leute, die verschiedenen Alter darstellen, also junge Leute, Mittelalterleute und ältere Tänzer. Und das war das Spannende, das hat mir eigentlich den Weg geöffnet für diese Goldberg-Variationen, die dann in verschiedenen Beziehungen, Fröhlichkeit, Traurigkeit dargestellt wurden. Ich habe das also nicht abstrakt gemacht, wie das Bach gesehen hat, sondern ich habe da eine menschliche Menschlichkeit hineingebracht. Stefan hoch, and up, and off, and one, and two, and three, and three, and right. Okay, now you come around from here. Where are you? Here. Make one step to here and come to passé. Yeah, but passé turn out. And in front, nimm sie an den Bein. Nimm sie an den Bein. Relevé. Beide Beine, ja. Halt sie, richtig, ja. Und jetzt, Moment, vielleicht ist es. Nee, nimm das andere Bein, passé. Nimm das andere Bein. Jetzt passé, runde Schab und jetzt stehst du auf. Nimm sie hoch und wieder gehst du weiter raus, wie gehabt, wir genau dasselbe, ja, so dass es nochmal weitergeht und dann you go out. Is it the other leg? Yeah, okay, now go out there, where you came in, right? Und geh da wieder raus. Egal, wo du drehst, ist mir ganz egal. Okay, I think it's good. Okay, darf ich das nochmal probieren? Hoch, runter und dann läufst du schon um ihn rum. Und du machst nur hoch, drehst sie rum und runter und sie geht schon rum. Nur einmal. Du machst es nur einmal. Nee, es war einmal hoch, runter, dann macht sie die zwei Hände und dann nochmal hoch und dann hast du dich gewechselt. Aber du sollst nur gerade wechseln.
Sie kommt sie runter, sie sitzt drauf und dreht sie schon rum und runter und dann geht sie runter. Du machst zweimal. Du machst dreimal, du machst die ganze Serie. Und du machst, wie wir gehabt haben, ihr drei. Weil das Problem ist, wenn ihr sonst darüber geht, sind alle in einer Reihe, wenn sie weggehen. Und ich möchte gerne, dass ihr, Stefan, dass du zuerst weggehst. Und dann ihr zwei und dann ihr. Sonst ist es falsch. Die Goldberg-Variation Nummer 16 im Zusammenhang und Zusammenspiel mit Nummer 15 und Nummer 17. Diesseits des kosmischen Spiels mit musikalischem Material bei Bach entwirft Heinz Spörli ein unendliches Koordinatensystem menschlicher Begegnungen. Zum Ballettensemble treten solistisch Ilja Lauen, Jörg Mannes, Stefan Dall, Juan Bosch, Olivier Lucer.
bei Bach war es eindeutig diese Variation, die Vielfältigkeit dieses Stückes. Und ich hatte eine Kompanie, wo ich mit sehr vielen Leuten das zeichnen konnte. Und das war eigentlich das Interessante, Spannende daran. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man weitermacht. Es ist sehr wichtig, dass ich immer das nächste Stück mache. Das heißt, dass ich in was anderes hineingehe. Es muss aufhören, ein Stück, und ich denke schon mitten dem ersten Stück weiter. Ich bin auch im Moment, präpariere ich 2, 3 Ballette, die im Kopf sind, und ich gehe immer weiter. Das heißt, wenn eines fertig ist, heißt es nicht, dass es vorbei ist, sondern man fängt in die nächste Ebene an. Man fängt was anderes an, was Neues. Vielleicht ist man einen Schritt weitergegangen in einem Ballett, und im nächsten will man das jetzt vervielfältigen, mal weitermachen. Heinz Spörlis Giselle nach Coralie, Perrault, Petit Pas und der Musik von Adolphe Adam spielt im Film in Basel und Düsseldorf gleichzeitig. Es tanzen Olga Suvorova, Laurentine Guinea und Irek Wischniewski. Bei Giselle ist es so gewesen, dass ich eine 24-Stunden-Sache gemacht habe, dass man sieht, wie jemand zu Tode getanzt wird, und danach beginnt erst der Tag. Und sonst fängt das eigentlich immer erst beim Tag an. Dadurch wird die Erläuterung viel klarer von den Leuten, viel verständlicher. Die wissen, es ist schon eine Gefahr da und nicht nur das Schöne, was vom ersten Akt sonst ist, und erst im zweiten kommt man hinein. Und dadurch hat es eine Kreisbewegung gegeben, die ich eigentlich sehr wichtig fand. Thank you.
Also zuerst wollte ich mal klar machen, dass es mein Schwanensee wird und nicht ein Schwanensee von irgendjemand anders, sondern habe mich dann gefragt, wie kann ich das anders lösen. Ich habe in Basel einen eher traditionellen Schwanensee gemacht und in Düsseldorf habe ich jetzt einen ganz neuen gemacht. Ich wollte eigentlich weg von diesem ganzen Prinzenzauber, also wenn man diese ganzen russischen Tänze und alles sieht, und das kann man in der heutigen Zeit fast nicht mehr machen, sondern habe nach einer Idee gesucht, wie kann ich den zweiten, vierten Akt, die großen meisten Akte, behalten und doch noch die Geschichte zu erzählen. Und bin dann auf die Idee gekommen, das im Ballettsaal zu machen und der Rotbart, der Böse, eigentlich den Ballettmeister zu spielen, weil der Ballettmeister nicht immer ein Böser ist. Der böse Ballettmeister Rotbart unterbricht den Traum um Siegfried, Odette und Odile. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Zurück zu Bach. Goldberg-Variationen Nummer 21 und Nummer 22. Go. And right. Ja. Yeah. It's hot if it draw comes out, je pense. The rest comes out. Ja, yeah, do the ones. Just go. Yes, that's right. Es tanzen Sandy de la Salle und Juan Bosch. Ja, yeah, when you do the whole steps, it's too soft. You should do a bit more there. Huh? Yeah. No, this is okay. Oh yeah, you're not coming over him. That leg should go faster up. Feel it, you know? There. And that's good. That was good. And go now faster. Run. Then you can stop. That doesn't matter. Okay, stop. But you're not coming enough fast on with the leg up. That was good. Now the afterwards, what is this when you come to attitude? What do you go before the attitude? When you go attitude, we go to this one. What is before that? The one, sir? Oh yeah, you promenade. Yeah, go there. Now the passé, you have to keep it longer. Keep the passé up. Now keep it there. Come up. No, keep the passé. Come to me. You go there. Right. You go there. Right. Now come to the passé. Right. Stay. And now. Yeah. That's it. Yeah. Okay. Up. Forward. Oh, just go down and stay. That's her. Thank you.
Okay, stop. Yeah. These: konzertantes Ballett im abstrakten Raum, im Ballettsaal. Antithese: romantisches Handlungsballett in der Natur. Synthese: Schwanensee im Ballettsaal auf der Bühne.